Entscheidung Stalingrad unter diesem... Herrn, der Westdeutsche Rundfunk zeigt Ihnen jetzt noch einmal den 1986 entstandenen, mehrfach ausgezeichneten Spielfilm Rosa Luxemburg. Der Film beschreibt die wesentlichen Jahre in der politischen und persönlichen Entwicklung einer Frau, die zu den herausragendsten Persönlichkeiten unseres Jahrhunderts gehört. Er erzählt von ihrem Aufstieg als Journalistin und Politikerin, von ihren Niederlagen als Friedenskämpferin, die für ihr Engagement immer wieder ins Gefängnis gehen musste. Margarete von Trotter führte Regie, Barbara Suckower spielt die Titelrolle.